Ich habe eine Kotspiel-Technik für dich. Ich möchte wirklich, dass du es ausprobierst. Du kannst es in deinem Garten oder sogar im Wohnzimmer machen. Und ja, mach das vor allem dann, wenn du mit dem Kontakt beim kurzen Spiel, beim Chippen und Pitchen nicht ganz zufrieden bist. Bitte im Wohnzimmer mit Luftbällen spielen. Ich habe hier ein 52er Wedge. Ich schlage auch vor, dass du mit sowas spielst, etwas weniger Loft hilft. Damit kann man konstanter sein. Und die Sachen, die du machen solltest. Nummer eins, spiel den Ball richtig weit vorne im Stand. Nur der Grund, warum ich das möchte, ist, dass du dann automatisch einen weicheren Eintreffwinkel haben, ein bisschen mehr von hinten, also einen flacheren Eintreffwinkel als hinten rechts. Okay, aber das Problem, wenn der Ball links liegt, ist, dass mein Kopf und Brustmitte viel zu weit rechts ist. Ich werde den Boden zu früh treffen. So, da möchte ich, dass du deinen ganzen Körper nach links bewegst, wenn du Rechtshänder bist, dass Brustmitte und Nase genau gegenüber des Balles sind. Dann mach deine Probeschwünge und du musst den Boden weit links von der Mitte treffen. Das wirst du automatisch tun, wenn du schaffst, den Kopf da zu lassen. Ich mache es einmal vor. Und bitte schaue, dass du nicht steif jetzt mit den Händen beim Durchschwingen bist. Weil wenn man steif bleibt, kann es sein, dass der Schläger hängen bleibt. So, der Schlägerkopf darf leicht die Hände überholen. Guck, dass dein linker Arm gerade ist. Du möchtest nicht das so tun, um das tiefe Bodenkontakt zu vermeiden. Stattdessen lass dein linker Arm gerade und rotiere, dreh deine Hüfte aus dem Weg. Dann wird es möglich sein, den Arm gerade zu lassen. Und wie gesagt, das ist ganz gut, wenn der Schlägerkopf die Hände ganz leicht überholt. Dann benutzt du die Sohle mehr. Hauptsache, der Kopf und Brustmitte links bleiben. Und ich schlage vor, dass du auf irgendwas spielst. Ich habe hier einen Container vor mir, das sind ja 4 Meter. Und ich werde versuchen, mal die Bälle da rein zu chippen, zu pitchen mit dieser Technik. Bisschen weich. Und du wirst merken, wenn ich das Ding treffen würde, dass der Kontakt, der Punkt, wo ich den Boden treffe, dass es sehr, sehr konstant ist. Okay, so nutzt die letzten schönen Tage aus und du wirst merken, dass du dann jedes Mal Ball-Boden-Kontakt haben wirst. Und wenn du möchtest, spiel so auf dem Platz auch.